herzlich willkommen zum heutigen Get Fit bei Dana. Wir haben heute ein Full-Body-Programm auf dem Plan. Das heißt, wir werden immer 45 Sekunden Belastung haben, drei verschiedene Übungen und dann 60 Sekunden Pause. Ich mache uns die Musik an, den Timer an und dann geht's los. Ganz viel Spaß! So, wir beginnen mit dem Push-Up jetzt gleich. 10 Sekunden haben wir, um uns ready zu machen. Hände genau unter der Schulter. Ihr könnt entweder die Knie absetzen oder die Beine strecken. Ellbogen in die Schulterblätter zusammenziehen und wieder rausdrücken. Einfache Variante. Schwierigere Variante wäre, wenn wir den Körper strecken. Bauch spannen, Schulterblätter zusammenziehen. Oder die Knie absetzen. Bauch fest, Popo anspannt und die Ellenbogen schön eng. Let's go. Nach 15 Sekunden haltet ein Tempo. Wer möchte gerne auch die Füße aufsetzen? Noch 4 Sekunden und raus. Trainieren für 45 Sekunden. Wir stellen uns hüftbreit hin. Bauch ist fest, leicht gebeugte Beine. Schieb die Hüfte nach hinten und komm wieder raus. Knie auseinander, Schulterblätter zusammenziehen. Jeder in seinem Tempo. Mal ein bisschen schneller jetzt. Wem das zu einfach ist, der kann auch gerne jumpen. Das heißt, wir gehen tief, schnelle Hüftaktivierung nach vorne. Popo anspannen, stabiler Stand. Wenn wir unten sind, Knie auseinander, Bauch fest und die Schultern zurück. Und jetzt Power. Noch 4, 3, 2. Trainieren für 45 Sekunden. So, einmal zurücklegen. Kinn auf die Brust, Bauchnabel nach innen, Bein ausstrecken und abwechselnd Oberkörper und Beine zusammenbringen. Bauchnabel nach innen ziehen, sodass der untere Rücken an die Matte gedrückt wird. Noch 15 Sekunden. Schön ausatmen, wenn du nach oben kommst. Noch 8. Noch 4. Ausruhen für 1 Minute. Das war unsere erste Runde. Ist schon ziemlich anstrengend gewesen. Zweite Runde sieht wie folgt aus. Wieder 45 Sekunden Belastung. Drei verschiedene Übungen. Und danach wieder eine Minute Pause. Achtet immer darauf, bei allen Stützübungen, die wir machen, dass die Hände unter der Schulter sind. Bauchnabel nach innen ziehen. Bei der nächsten Übung Schultertaps. Achtet darauf, dass der Rumpf nicht zu viel mitgeht, sondern ihr die Spannung im Rumpf haltet. Wir können schon mal in das Setup gehen, nach unten. Das heißt, wir gehen in den Vierfüßlerstand. Ihr habt wieder zwei Optionen. Knie entweder aufsetzen, Bauch fest und Popo anspannen. Oder der Körper ist eine Linie. Du entscheidest. Du entscheidest das Tempo und die Schwierigkeit. Wir beginnen in 3, 2, 1 und abwechseln mit einmal. Die Schulter anstecken und die Hand wieder genau unter der Schulter aussetzen. Haltet die Rumpfspannung. Senkt. Wir haben noch 30 Sekunden gleich. Wer möchte, kann gerne die Füße auch aufstellen. Körper ist eine Linie und abwechselnd die Schulter antippen. Bauch ist fest. Rücken gerade, versucht im Rumpf nicht zu sehr mitzugehen. Noch 10 Sekunden. Du entscheidest das Tempo. Noch 5, 3, 2, 1. Trainieren für 5 und 10. Komm nach oben, erneut Squats, hüftbreiter Stand, Hüfte nach hinten schieben, gerade Rücken. Wer möchte, kann gerne springen. Hüfte schnell aktivieren, schön tief trotzdem gehen,
stabiler Stand. Let's go. Wer möchte, auch gerne nur in den Airsquats. Hüfte nach hinten, Popo trotzdem tief. 5 Sekunden. Komm, beißen. 3, 2, 1. Trainieren für 5 und nächste Übung, Sekunden. Legt euch zurück. Oberkörper heben und diagonal Hand und Fuß zusammenbringen. Und wechseln. Mit dem Oberkörper leicht rotieren. Kinn auf die Brust. Und den unteren Rücken an die Matte drücken. Kommt danach eine Pause. Noch 10. Und der Poppes gehört auch zu eurem Körper dazu. Den dürft ihr natürlich auch anspannen. So, wir gehen schon mal ins Setup. Und beginnen dann 45 Sekunden in der Planke zu halten. 10 Sekunden noch. Hände wieder unter der Schulter aufsetzen. Füße ein bisschen weiter nach hinten. Und Körper ist eintrainiert. Und wir halten. 40 Sekunden. Einfach die Spannung halten, ganz richtig. Versucht nicht ins Vorkreuz zu gehen. Kein Katzenbrüchig, sondern wirklich die Spannung halten. Gerade Rücken, Bauch ist fest, Po fest anspannen. Das brennt. Jetzt einmal die Beine zusammenreißen. 25 Sekunden. Kommt, wir halten, halten, halten. Halten bis zum Schluss. 15. Letzten 10. Letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kommt nach oben. Breiter Stand. 40 Sekunden. Genau. Beinchen Hüfte nach hinten schieben. Könnt die Arme vorne zusammennehmen. Gesäß geht tief. Knie auseinander drücken. Aktiviert die Abduktoren. Bauch schön fest. Sehr gut. Bleibt auf der Ferse. Und wir halten, wir haben 25 Sekunden noch, die wir hier unten verweilen. Komm, beiß durch bis zum Ende. 15 Sekunden noch. Beißen, beißen, beißen. 13. Noch 9. Letzten 5, 4, 3, 2, 1. Okay, einmal wieder zurück auf die Matte mit dem Popöchen. Zwei Optionen, entweder die Hände hinten ausstellen, Ellenbogen eng, Beine ausstrecken, Arme ausstrecken, wenn ihr wollt. Einfachere Version, hinten die Hände abstützen, schwieriger, Arme vor, Beine ausstrecken, schwieriger, Beine ranziehen, leichter. Und wir halten. Noch 15 Sekunden. Noch 10. Letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ausdrücken für 1 Minute. Okay, jetzt haben wir nochmal den ersten und den zweiten Block. Und dann sind wir durch. Wir sind schon über die Hälfte. Das heißt, über die Hälfte ist geschafft. Jetzt kriegen wir den Rest auch noch hin. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben mit den Push-Ups heute angefangen. Das heißt, jetzt kommen wieder die Push-Ups. Letztes Mal durchziehen. Mädels, vernünftige Liegestütze, keine Wippbewegung. Ihr wisst, das mag ich nicht so gerne. Auch wir Frauen können die richtigen Liegestütze.
Hände unter der Schulter aufsetzen. Brust berührt immer den Boden. Nochmal durchbeißen jetzt. Geht schon mal in das Setup. Dann entweder die Knie aufsetzen oder auf die Füße. Wir beginnen in 10 Sekunden gleich. Schultern wieder zurück. Bauch fest. Popo anspannen. Wir beginnen in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Tief. Trainieren für 45 Sekunden. 45 Sekunden, ihr habt es gehört. Ihr entscheidet, welche Variante. Ellbogen eng, wenn ihr nicht mehr könnt, legt euch einmal ab. Schulterblätter wieder zusammenziehen und rausdrücken. Ihr entscheidet. 25 Sekunden. Hopp. Hopp. Hopp, let's go. 10, 15 Sekunden. Und wir beißen uns durch. Auch für mich ist es anstrengend. Kommt bis zum Ende. Und letzten 4, 3, 2. Und trainieren für 5. Meine Arme brennen. Hüftbreiter Stand, die Beine kommen. 45 Sekunden ab jetzt. Tief und raus. Ihr habt wieder zwei Optionen. Jump Squats oder Air Squats. Schieb deine Hüfte nach hinten unten, Bauch ist fest, Knie auseinanderdrücken. Kommt jetzt volle Power dahinter. Wir kommen zum Schluss. Noch 15 Sekunden. Wer möchte jetzt nochmal jumpen? Popo schön tief. Noch 5, 4, 3, 2. Trainieren für 45 Sekunden. Ihr wisst, was kommt. Unteren Rücken an die Matte drücken, Arme ausstrecken und abwechselnd Knie anziehen, Fuß ranziehen, Kinn auf die Brust und den Oberkörper heben. Hopp. Hopp. 20 Sekunden noch. Letzten 10. Noch 4, 3, 2. Ausruhen für 1 Minute. Okay, letzter Block für heute, Leute. Okay, letzter Block. Wir haben, beginnen wieder mit den Schultertaps. Hände unter der Schulter. Und die Schulter abwechselnd antippen. Denkt nochmal an euren Rumpf. Kein Wackelpudding, sondern stahlhart. Danach nochmal die Squats. Und dann haben wir noch die Bauchübung. Und dann sind wir durch, okay? 30 Sekunden, wir gehen schon mal ins Setup. Geht runter. Hände wieder unter die Schulter. Körper ist eine Linie. 20 Sekunden, dann beginnen wir. Nochmal alles geben jetzt. 15 Sekunden. Noch 10, noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wenn ihr wollt, Füße aufstellen, Bauch fest, Rücken gerade und abwechselnd die Schultern. Jeder in seinem Tempo. Bauch fest, Popo anspannen. Kommt und jetzt mal Tempo, Tempo. Hopp, hopp, hopp. Rumspannung halten. Noch 20. Wer will, Knie gerne absetzen. Let's go. Komm, zieh durch. Letzte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kommt nach oben. Hüftbreiter Stand, Jump Squats. Und raus. Kommt, durchziehen. 45 Sekunden, das schaffen wir. Popo anspannen, wenn wir hochkommen. Knie auseinander. Komm, beißen. Noch 20. 15. 10.
letzte. 4, 3, 2. Trainieren letzte für 45 Sekunden. Leg dich zurück. Unteren Rücken annehmen zu drücken. Und wir gehen hoch. Diagonal. Immer schön halten oben. Mit dem Oberkörper rotieren. Letzten 20 Sekunden. Ausatmen, wenn ihr nach oben kommt. 10 Sekunden. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, du bist genauso kaputt wie ich. Sei nächstes Mal wieder dabei und ich freue mich auf euch.